Willkommen zurück bei Elex und heute erkunden wir hoffentlich vielleicht eventuell die letzten Ecken aus der oder der Stadt Goliath. Lass deine Technik lieber stecken, sonst passiert noch jemandem etwas. Ah, okay, die finden das schon nicht so geil. Ich glaube, stecken hier nicht ein paar Pfeile drin? Ja. Ah, super. Die kann ich auch mitnehmen. Beim Hochfliegen. Ah, da war noch einer. Fiel mir das auf. Nanu? Ach so. Ja, das ist der Typ, den hatten wir von der Seite. Von vorne in der letzten Folge natürlich auch noch angesprochen. War hier hinten nochmal irgendwas? Nö. Halt. Das war bloß meine Maus. Nicht irritieren lassen. Da hat es gerade die Kamera nach oben gezogen. Okay, das sieht mir aber auch bloß nach dem Ausgang aus, oder? Geht nochmal eine Treppe hoch. So, was haben wir hier noch? Später vielleicht. Eine große Anleitung. Oh, noch ein Rüstschmied. Oder ist das der? Das ist der, ne? Jo. Ah, okay. Da ist noch meine Werkbank. Der hat also hier oben seine Schmiede. Und da hätten wir sogar noch mal einen Teleporter. Geil. Teleporter Schmiede wurde aktiviert. Wenn ich mir jetzt mal die Map anschaue. Ah, okay, da kommt dann tatsächlich nicht mehr so viel. Okay, genau, hier geht es dann einfach raus. Aber ich würde halt wieder Richtung... Na, dort halt die Stadt verlassen, wo wir reingekommen sind, bei Drock in dem Eingang. Ich weiß jetzt nicht welcher, ob das, keine Ahnung, der Südeingang war, der Osteingang, was weiß ich. Müssen wir mal schauen, was da drüben ist, auf keinen Fall. Ich weiß auch, in welche Richtung wir müssen, aber keine Angst. Ich schaue mir bloß den Rest hier nochmal an. Da hinten ist auch irgend so ein Vieh. Wollen wir das mal versuchen zu hauen? Aber junger Hornwolf, okay, das könnte was werden. Boah, du Arschkopf. Ist nämlich so. Wer die Gegner als letztes haut, kriegt die XP. Du Blödmann. Jetzt hat er mir die XP geklaut. Drecksack. Lass mich. Lass mich. Gut, dann machen wir das nochmal. Ich finde, die Ausdauer geht halt enorm schnell runter. Wir müssen mal gucken, dass wir mehr Ausdauer mit irgendwie skillen können. Verbrauch. Oh, okay. Sowas einfacher. Ja. Sehe ich denn, wie viele Pfeile ich habe, wenn ich jetzt hier... Ach, guck mal. Was kann ich denn da unten ändern? Dort links unten? Da, okay. Ist das für andere Waffenarten gedacht? Also für andere Pfeilarten oder was ist das da hinten? Ein Skex. Boah, den kriegen wir nicht klein, wa? Ich habe nochmal gespeichert eben.
Er hat auch ein Totenkopf-Symbol drüber. Ausdauer. Oh oh. Nee. Der macht mir. Der macht ein bisschen zu viel Schaden. Okay. Wir kommen wieder. Hey, ist wirklich gefährlich hier draußen. Gut. Ich wollte eigentlich bloß den einmal mitnehmen, um mal kurz wenigstens die Waffen auszupacken. Und du. Lass mich. Ebenfalls. Lässt mich das nächste Mal gefälligst alleine zu Ende kämpfen. Ich muss ein bisschen reinkommen in das Kampfsystem, deswegen bin ich froh, wenn wir hier dann erstmal wieder raus sind und ich das vielleicht hier und da mal üben kann. Aber wir haben jetzt eindrucksvoll bewiesen bekommen, dass unsere Rüstung, die wir gekauft haben, überhaupt nichts bringt gegen die großen Gegner. Wo ist... Oh Gott, ey, so viel zu erkunden, ich gehe kaputt. Und die Musik, die ganze Zeit immer mal im Hintergrund lief hier in der Ortschaft, in Goliath. Ich fand, das ist eine Mischung aus einem Track aus Gothic 2 und so ein bisschen aus Rissen. Weiß jetzt aber nicht aus welchem Rissenteil. So macht es zumindest für mich manchmal den Eindruck. Also so eine kleine Mischung. Ein Köcherpfeile, 10 Pfeile. Ich muss mal ganz kurz eine Taste vergeben, bevor ich das nochmal vergesse. Die hatte ich nämlich mal. Ich hatte ja mal Zielschaltung auf rechts. Das war ursprünglich mal C. Und ich hatte gelesen, ja. Ich hatte da ausweichen, aber es reicht ja, wenn ich Doppel-D, Doppel-A, Doppel-W, Doppel-S drücke, dass der ausweicht. Und zwar für das. Wo ist denn das? Springen, Klettern, Jetpack. Man sieht ja, das hatte ich jetzt als Tipp mal gelesen und durch Zufall drüber gestolpert, und zwar steht ja jedes Mal, wenn ich klettern will, Leertaste. So, jetzt zeigt es mir natürlich das nicht dauerhaft an. So, Leertaste drücken. Na, komm schon. Oh, ein kleiner Mana-Trank. So, genau, Klettern, Leertaste. Das kann man im Speziellen nicht einfach so ausschalten. Ist ein bisschen schade, kommt vielleicht nochmal eine Idee. Man kann das ganze HUD ausschalten, aber man kann speziell diese kleinen Tipps nicht ausschalten, was ein bisschen schade ist. Um das eventuell ein bisschen abzumildern, kann man einfach, weil immer nur die primäre Taste angezeigt wird, einfach zum Beispiel springen, Punkt machen und die sekundäre Taste auf Leertaste legen. Wird einem bloß noch ein Punkt angezeigt, dann ist das zumindest nicht mehr so groß. Der Tipp, der einem der andere gezeigt wird. Und das fand ich ganz gut und ja, haben wir direkt mal gemacht. So, ist das jetzt hier noch? Ach, okay. Da unten hatten uns die Viecher mal angegriffen. Da sind die ganzen Weltenherzen. Okay, das ist jetzt noch im Gebiet hier des Dorfes hier, der Stadt. Okay. Der Kleinkram hat uns nämlich unsere Werkerrüstung ermöglicht. Oh, was haben wir denn hier? Schade. Hier drüben, da komme ich nicht rein. Kann ich... Na, kann ich auch kein Schloss knacken, aber ich glaube, da liegt auch gar nichts drin. Okay.
auch da geht es erstmal bloß wieder raus. Gut, gehen wir wieder ein bisschen zurück und wir können ja mal eine Aufgabe ins Visier nehmen, die wir hier einfach erledigen können. Wir mussten da bloß noch mit jemandem sprechen. Das war die verbotene Technik. Nee, war sie nicht. Genau, Jora beim Schlund sollen wir die geben. Die hier. Das sind die Waffen eines Klerikers. Genau. So, und der Punkt für die Quest wird uns natürlich im Radar rechts oben angezeigt. Das heißt der hier. Das ist immer der gelbe, goldene Punkt. Und was ist das hier? Ach so, das ist die Questgeberin. Genau, die hat uns die Aufgabe gegeben, die Rika. Und hier dann das Ziel. Auf den Dächern von Gothic 2 in der Stadt Korinthis, in der Hafenstadt, da standen nämlich, ach guck mal, sowas, da standen nämlich, oder da lagen auf den Dächern immer mal so ein paar Goldbeutel rum. Eventuell ist das ja hier nochmal ähnlich. Ah, das ist nochmal ein Setzerbrot. Ui. Nicht darunter fallen. Probier mal was. Hätten wir natürlich auch schon da hinten machen können, aber erst jetzt können wir so ein bisschen erkunden. Wir können ja auch schwimmen, das ist ja kein Problem. Falls das hier doch zu tief sein sollte. Schade. Da ist er mal ganz kurz geschwommen. Einen halben Meter. Ne, aber dazu kommen wir schon noch. Früher oder später genug. Scheiße, verdammt. So. Erstmal langsam wieder darüber. Das ist wirklich toll gemacht. Also die Spielwelt bis hierhin. Diesen kleinen Bruchteil, den wir gesehen haben. Oh, der fällt wirklich schnell nach unten. Schneller als der Baumgartner aus seinem, weiß ich nicht, Orbitsprung oder was das war. Okay. Gut, dann suchen wir den mal auf. Mit dem müssen wir sowieso noch reden. Von daher passt das ganz gut. Hier drin? Jora. Angrim sagte mir, hier soll eine Elex-Waffe liegen. Richtig. Was willst du damit? Er will, dass ich sie ihm bringe. Ah, ich verstehe. Und wo genau ist sie? In meiner Hütte. Das wird er dir sicher auch gesagt haben. Kann sein. Du hast jetzt deine Informationen. Ich muss mich wieder anderen Dingen widmen. Moment, darum ging es mir gar nicht. Primär erstmal um die anderen Klerikerwaffen für dich, Jora. Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich. Ein beachtlicher Fund. Aus ihnen kann ich sicher eine Menge Elex gewinnen. Dazu muss ich lediglich die Abdeckung von der Halterung lösen und dann... Oh. Erspare mir die Einzelheiten. Ja, schon gut. Hier, dein Lohn. Ah, danke. Oh Gott. Kleines Spielzeugauto. Wir haben schon ein Spielzeug-Dino gefunden. Das ist ja nett. Sehr schön. Ach Gott.
gut, dann wäre die Aufgabe abgeschlossen. Und in seiner Hütte müssten wir nach der... nach der Waffe suchen. Sinda, mit der können wir auch mal reden. So, da können wir jetzt wenigstens mal innerhalb der Stadt ein paar Aufgaben machen. Mal ein paar XP verdienen und dann vielleicht weiß gar nicht, wie viel fehlt noch. Ui, erst Anfang Stufe 4. Auch hier drüben, ich weiß nicht, ob hier was angezeigt werden soll. Aber da steht ja nichts. Also ich weiß jetzt nicht. Kälte neutral. Ob das noch kommt. Reden wir mal mit Sinda. Halt. Ich habe mit Angrim gesprochen. Und? Wann bekomme ich endlich wieder meine Lieferungen? Gar nicht. Deine Lieferanten sind tot. Tot? Das darf doch nicht wahr sein. Wie soll ich meiner Arbeit nachgehen, wenn auf niemanden mehr Verlass ist? Ich könnte für dich gehen. Du? Ich weiß nicht. Es ist ja nicht nur eine Lieferung, die ich brauche. Du wirst mir schon jeden Tag mindestens 5 Lieferungen bringen müssen. Nein, das ist nicht die Lösung. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einer der anderen Clans wird mir helfen müssen. Bitte geh für mich zu den Nebelkrähen und zum Hammerclan und frag nach, ob sie mich unterstützen können. Am besten wendest du dich an ihre Anführer, Ragnar und Cormac. Okay. Bring mir etwas bei. Natürlich. Was könnte sie mir nochmal beibringen? Okay. Die ganzen Sachen. Ich glaube auch, dass das noch eine Weile dauern wird, bis wir überhaupt... Erstmal Pause machen. Sowas ja. Hätte ich auch gerne. Bis wir überhaupt die Lernpunkte investieren können. Sei lieber still. Egal wie du es siehst, ich sehe es anders. Es war so klar. Du hast deine Ohren auch überall. So, die defekte Elex-Waffe im Schlund. Oder die am Schlund liegt. Genau, besorgen wir ihm die mal. Sowas hätte ich auch gerne. Ich habe da schon mal hingeguckt, ob ich die mitnehmen kann. So, das ist nicht der Schlund, aber die ist hier drin. Technik. Wir können darauf verzichten. Ach ja, er meinte, die liegt in seinem Haus. Ich bin bekloppt. Das ist ja die. Die will er ja haben. Du wagst es hier zu stehlen? Ich. Genug. Unser Gesetz ist in diesem Fall eindeutig. Du hast mir doch selbst gesagt, wo ich die Waffe finde. Das habe ich. Aber ich habe kein Wort darüber verloren, dass du sie auch nehmen sollst. Und wenn schon, Angrim gab mir den Auftrag und den führe ich aus. Ja? Er gab dir auch noch etwas anderes mit auf den Weg. Ich verstehe nicht. Das wirst du bald. Folge mir. Hoffen wir für dich, dass er milde walten lässt. Ja, das stimmt natürlich, ne? Das sagt er auch, wir sollen die... Du vergreifst dich also an unserem Eigentum. So ein Arsch. Niemandem ist es gestattet, vom Schlund Technik zu entwenden. Insbesondere, wenn es sich um eine Elex-Waffe handelt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Du hast mir den Auftrag dazu erteilt. Und ich habe dich mit unserem Gesetz vertraut gemacht. Technik ist verboten. Und hat einzig und allein beim Schlund ihren Platz. Du wirst in Zukunft deine Taten besser hinterfragen, bevor du blindlings handelst. Höre nun mein Urteil. Du wirst dich in den verbotenen Wald begeben
und dort nach Roga Ausschau halten. Ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört und befürchte das Schlimmste. Denk aber daran, ich glaube an eine zweite Chance, nicht an eine dritte. Und Jora, kehre zurück an den Schlund. Ich brauche dich nicht mehr. Verstanden. Hat natürlich recht, hinterlistiges Arschloch. Roga, okay, naja, gut. Und du, Blödmann, verpfeifst du uns. Wir haben natürlich eine gemeinsame Sache draus gemacht. Hatte ich echt nicht dran gedacht. Aber, naja, laut ihren Regeln leuchtet das natürlich ein. Verdammt. Ich würde tatsächlich jetzt mal die Crony 4 suchen. Dazu aber gehen wir nochmal durch den, ja, für mich Haupteingang, wo wir auch reingekommen sind, wo Drock rumsteht. Mit dem sollen wir nämlich nochmal quatschen. Born, gibt's bei dir nochmal was? Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es nun schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an, nur weiter so. Denk aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Okay, Mission Erntezeit. Mal schauen, wie viel der haben möchte. Wo kann ich die Heilwurzeln ernten? Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Geht klar. Gut, dann mal ran an die Arbeit. Bring mir etwas bei. Alles klar. Oh, Resistenzen. Tiertrophäen? Aha, das ist ja geil. Erlaubt dir besondere Trophäe aus Tieren zu erbeuten. Das finde ich nicht schlecht. Könnten wir sogar machen. Mit einem Level könnten wir 5 Punkte in Intelligenz und Geschicklichkeit stecken. Machen wir erstmal nicht. Wir wollen erstmal hier in Konstitution noch was packen. Guter Esser erhöht die Wirkung, die du aus Nahrung gewinnst. Das könnten wir machen mit der Rüstung. Je nachdem, wie viele Punkte ich in Konstitution von den 10 nächsten gebe. Wie viele möchte der haben? Verdammte Technik. 8 ausgewachsene Heilpflanzen. Oberhalb am See von Goliath. Alles klar. So, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Es wird langsam wieder ein bisschen mehr abenteuerlustig. Ich freue mich sehr darauf. In der nächsten Folge geht es dann raus aus der Stadt. Und dann suchen wir mal nach der Drohne. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.